Muss man denn eigentlich warm fahren? Auf so volle Breite sehen kann, ja. Hört ihr was? Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kap Lindwort. Wir fahren heute nach Krefeld zum Audi-Zentrum Tölke und Fischer und holen einen e-tron ab. Heute wird es elektrisch. Bin selber gespannt, wie die Gurke abgeht. Heute fahren wir nach Krefeld und mit einem Audi A3 irgendwas. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich mag das Auto eh nicht, weil, schaut mal her, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, also das, für mich ist das ein altes, weiß ich, Baujahr 2004, ja, Fahrzeug und nicht ein neues Auto. Ne? Also Audi hat immer hier schön alles Display, weißt du? Das ist so modern, ja, wie die ganzen anderen Modelle von uns. Schau mal hier, was ist das überhaupt? Das ist wahrscheinlich so ein Hybridapparat, ne? Ja. E-tron. Ist das so? Heißt das? Also e-tron, ist wirklich so. Hier steht ja e-tron. E-tron. E-tron steht da drauf, sagt der Pole. Wenn der Pole sagt, das ist ein e-tron, dann ist das ein e-tron. So. So ist das schönes Auto, nur ich mag das nicht. Das mag ich nicht. Und ich werde nie sagen, dass das schön ist. Deswegen bin ich auch nie Audi gefahren, weil das hat mir nie gefallen. Ehrlich, jetzt kein Spaß. Na, du lachst auch wirklich. Also, Das sieht aus für mich wie so ein nachträglich hier, ja, ist komisch, ne? Eingebautes iPad hier von Mediamarkt oder so. Ich meine, Mediamarkt hat schöne Sachen, aber. Das sieht aus wie so ein Nachbau, ne? Das sieht, ist nicht original. Das hat irgendeiner da reingemacht, fertig. Was viel, viel schöner ist als bei dem. Wie heißt der? RSQ3. Hier der Knopf. Wo ich gesagt habe, genau hier ist der Knopf, weißt du? Nicht da unten irgendwo, ja, versteckt. So einfach ist schön hier, Startknopf ist hier, meine Hand liegt hier, weißt du, alles da. Wir sehen uns gleich beim Audi-Zentrum in Krefeld. Der A3 ist nicht so interessant, dass wir sagen, geil, den müssen wir unbedingt aufnehmen. Der fährt zwar gut, aber nein. So, wir sind in Krefeld angekommen und es schneit bei uns. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Ja? Ich bin gespannt auf die Fahraufnahmen. Ich hoffe, das ist ein Quattro. Erklären, weil das ist so ein bisschen andere Hightech als bei einem normalen Verbrenner. Ja, ja, muss ich hier dran gewöhnen an die ganzen Spiegel und so weiter. Ja. Nicht, dass wir gleich hier Rambazamba machen. Bisschen wie Raumschiff Enterprise. Genau. Guck mal, gib mal ein bisschen weiter. Jetzt kannst du sehr gut sehen. Genau. Jetzt hat er sich an die Lichtverhältnisse angepasst. Cool. Bin gespannt. Dann lass uns fahren. Das, also genau. Gänge wie normal. Also genau, ganz normal einfach runterdrücken und dann bist du in D. Okay. Das ist so ein Handy-Ladegerät, voll cool. Check. Schmeißt du rein, weg. Was war so eine riesige Mitkonsole hier. Fach. Kann man das zumachen? Nee, das ist offen. Das Einzige, was du zumachen kannst, ist genau. Das ist das Einzige, was du zumachen kannst. Was für euch vielleicht nachher auch mal interessant ist, wenn ihr in D seid, müsst ihr den silbernen gleich einmal antippen. Dann kommt ihr in S und dann kriegt ihr noch eine Boost-Funktion. Der hat ja so 360 PS. Okay. Und wenn ihr in S seid, habt ihr noch eine Boost-Funktion, dann habt ihr für 10 Sekunden 408 PS. Und dann macht der richtig Spaß. Ja. Nur 10 Sekunden, bis nach Kap Lindwort muss ich 70 Mal den Knopf drücken. Da sehen wir uns morgen. Super, wir sehen uns morgen. Gute Fahrt, viel Spaß und dann bin ich mal gespannt auf das Ergebnis. Wir freuen uns. Okay, vielen Dank. Alles klar, super. Ciao. 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 Jungs und Mädels, ich muss jetzt mal hier gucken, wie ich. Das ist echt ungewohnt, ne? Ja. Also kannst, ey, das ist voll geil. Guck mal, kannst sogar Spiegel klappen oder was ist das? Also das ist echt. Guck mal. Geil. Cool. Ich
höre nichts. Die Lüftung ist lauter als das Auto. Hier ist die Ausfahrt. Da bellt sich wieder falsch, weißt du? Nein, ich fahre nicht falsch, ich fahre eine extra Runde. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? Reichweite 300? Ja, 303. Das ist gut. Rein elektrisch, ja? Ja, das ist absolut nur elektrisch. Und Verbrauch 39,2 Kilowatt auf 100 Kilometer. Muss man denn eigentlich warm fahren? Was willst du warm fahren? Hört ihr was? In der Straßenbahn erzählen. Aber ich gucke da wirklich in den Spiegel. Mhm. Das ist sehr, sehr ungewohnt. Also das hat der Herr Dreier auch schon gesagt. Der heißt Herr Dreier. Nicht, dass er denkt, ich sitze in einem Dreier. Hat mir gesagt, man muss sich an diese Spiegelsituation dran gewöhnen erstmal. Ja, und da ich das erste Mal so ein Gerät fahre mit Kamerasystem, gewöhne ich mich erstmal dran. Obwohl es regnet, guck mal, wie klar und alles ist. Wieso ist es dunkler geworden jetzt? Hm. Ah, wenn ich fahre, wird es heller oder was? Nein. Doch. Ja? Mhm. Hey, cool. Ohne Scheiß, der fährt wirklich wie der Straßenbahn. Aber nicht schlecht, also der fährt zügig. Mhm. Guck mal, ich gebe nur ein bisschen Gas, also wirklich nicht übertreiben. Aber der fährt zügig, sehr schön. Ich mag das. Ich mag das alles hier. Boah, jetzt muss ich mal links, ich habe im Spiegel geguckt. Das ist wirklich sehr ungewohnt. Darf ich sagen, was mir nicht gefällt? Das Loch da. Das muss zu. Loch, super, haben wirklich eine geile Idee. Staufächer braucht man immer in ein Auto, ja. Ich mache da auch alles rein. Nur es ist nicht schön, wenn alles drin liegt. Bei mir gibt es Parkscheiben, Parkscheine, Kleingeld und alles. Und dann natürlich, wenn man das so ein bisschen alles drin hat, dann ist es voll. Dann ist irgendwann voll. Ja, das ist so typisch für jetzt bitte nicht falsch verstehen, liebe Frauen. Das ist so typisch für Frauen, ja. Je größer das Fach, desto voller. Wie die Taschen. Die Frauen haben also riesige Taschen, aber egal was du fragst oder brauchst, die haben es parat. Aber schön, sieht aus wie jeder andere Audi auch. Ja? Ja, ich bin gespannt, wie der auch abends aussieht. Mhm. Vielleicht gleich sogar in der Halle schon aufnehmen. Vielleicht leuchtet das hier vorne auch. Ja. Weißt du, was ich mich frage? Alles schön, alles gut. Ich bin wirklich für alles zu haben, ja, dass wir die Umwelt so ein bisschen verschonen und so weiter. Aber ich frage mich, was ist wirklich, wenn wir tanken müssen? Ja? Ich fahre mit so einem Apparat, okay, der hat 300 Kilometer Reichweite, ich muss nach Stuttgart. Wie soll das denn funktionieren? Und stell dir vor, die Hälfte der Autos hier auf der Straße hätten einen E-Auto. Wie soll das denn auf einer Tankstelle funktionieren? Mhm. Da sind auch wieder 40 Zapfsäulen sind. Du lädst in 3 Stunden auf. Ja? Zeigt dir die Tankstellen an? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du Navi eingibst, ja. Aber auf jeden Fall, auch wenn da 40 Zapfsäulen sind, ja, wo man das tanken kann. Ich sag mal, auf so einer Autobahn, da fahren jeden Tag, weiß ich nicht, 5000 Autos. Wie sollen wir das aufladen? Wie soll das wirklich in der Zukunft funktionieren? Ja? Ohne Autofahren kann ich keine Geschäfte machen. Ich muss Geschäftstermine wahrnehmen. Oder ich fahre mit der Bahn. Ja? Mir ist arschkalt, ich bin ständig krank. Die Bahnhöfe sind wirklich, wirklich katastrophal kalt. Ja? Die Züge voll überladen. Ja, ich bin schon mal ein paar Mal mit dem Zug gefahren. Schön ist das was anderes, ne? Ich sag's nur. Und ja, wie hat man eine andere Möglichkeit? Also man muss sich wirklich. Ich wäre für Hybridautos. Ja? Falls der leer ist, kannst du immer noch mit einem ganz kleinen Diesel, der 3 Liter verbraucht. Industrie kann das. Ja? Da bin ich mir 100% sicher. Ich sag mal, bis nach Hause oder bis zum Ziel ankommen. Ja? Stellt euch vor. Nur ein Beispiel, meine Kinder sind jetzt bald auch 18. Ja, 2. Ich und Frau. Wie sollen wir die aufladen nachts? Und jeder Nachbar von uns muss sein Apparat auch aufladen. Das wird doch niemals funktionieren. Das ist aber nur meine Meinung. Ich möchte jetzt nicht irgendwer was schlecht machen oder was weiß ich was. Nicht, dass die irgendwie. Weil war schon so, dass ein YouTuber was gesagt hat und dann natürlich hier riesen
Ärger gehabt, aber das ist meine Meinung. Ja? Hybrid, ja, voll Elektro, kann, aber nicht radikal. Ist denn ein Spiegel da, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wo der ist. Ach, guck mal, der blinkt. Oh, der blinkt sogar grün. Oh, guck mal, ist gelb. Aha. Wann ist rot? Nein, geht nicht. Rot war nicht, ne? Ne, ich habe gedacht, ich mache Blinker rechts, links rechts. Ich mache Blinker links, dann wird er mir wahrscheinlich meckern, aber war, glaube ich, ein bisschen zu spät. Echt cool. Guck mal, die Spiegel, nix. Keiner Tropfen, nix. Ja, das ist natürlich das Geile dran, ne? Schau mal. Die sind immer sauber, ne? Manchmal ist das Auto dreckig, wie auch immer. Dann guckst du ein bisschen schlecht nach hinten. Ja, manche sagen, man guckt nur nach vorne. Aber, wenn man Turbo kommt, mal. Mhm. Ah, das ist schon auf S. Aber da hat mir was gezeigt. Ah ja, da. Ja. Warte ich mal ein bisschen. Geil. Mhm. Der pfeift. Pfeift echt, ne? Aha. Wie das hinten technisch aussieht. Groß. Ja? Ich glaube, das wird so ein Q8-Verschnitt, ne? Mhm, ja. Ich saß noch in keinem Q8, aber ich denke mal, der Innenraum ist auch identisch, oder? Fast. Ja. Also sehr aufgeräumt, das Auto sehr klar, weil man weiß, wo was liegt. Nachteil ist der Hebel, weil wie gesagt, ich will das Ding immer ziehen, aber das ist nicht für die Gänge gedacht. Am 26. April haben wir bei uns in Camp Lindford die große Saisoneröffnung. Ne? Da sind alle eingeladen, ne? Wirklich alle. Ne? Mit jedem Auto ist man wirklich herzlich willkommen. Hat man einen Fiat Cinquecento oder ein Ferrari? Ja gut, das war jetzt ein schlechter Vergleich, beide kommen aus Italien. Aber ihr wisst, was ich meine. Nein, egal, wirklich ist jeder willkommen. Wir müssen noch den Essenwagen bestellen, damit wir richtig gutes Essen haben und was zu trinken, ein bisschen Musik. 6 Monate machen wir YouTube. Ne? Ich wollte mich noch bedanken für das Video. Bei dem Audi RS6 habe ich 100.000 Aufrufe erreicht. Das ist krass. Ne? Das ist echt krass. Und die Abonnentenzahlen steigen wirklich von Tag zu Tag. Das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank. Was ich nur sagen wollte, ist am 15. Mai ist ein Gewinnspiel. Ja? Und ich wünsche mir zum Geburtstag vom YouTube so einen silbernen YouTube-Button, dass ich mir bei mir im Büro aufhängen kann. Wie gesagt, du Vollgas, viele Videos. Mit eurem Support werde ich das schaffen. Ja, oder werden wir zusammen schaffen. Und als Dankeschön verlosen wir 100 limitierte T-Shirts, die man nicht kaufen kann, in wirklich sehr, 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 sehr guter Qualität. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Den Ford Ranger. Den Pickup. Finde ich auch fett. Gerade kam der Dings hier. Ja. Vielleicht sollten wir uns einen Händler, Ford-Händler, hier in der Umgebung aufsuchen oder raussuchen, um das Ding zu fahren. Nächster Halt. Alter, bin ich. Nächster Halt. Camp Lindford. Wir haben gar keine Straßenbahn. Doch, jetzt neu. Der Belzec fährt eine Straßenbahn. Jetzt kommt der. Warte, ich bremse jetzt. Warte, vielleicht hört man das wirklich, oder? Ich hoffe, dass man das im Video hören kann. Achtung! Jo, Beschleunigung ist gut. Nur. Bremsen ist lauter. Ja, Bremsen ist lauter als Beschleunigung. Ich glaube aber, weißt du, warum das ist? Weil ich habe das Gefühl, hier auf dem Tacho zeigte, dass der quasi so ein bisschen Energierückgewinnung Aggregat hat. Ja, oder wie das Gerät da heißt. Ich bin ja kein Entwickler. Von Strom habe ich keine Ahnung. Immer wenn der Belzec Steckdose zu Hause wechselt und dann eine Birne, gibt es immer. Ich schwör's euch. Immer. Strom ist mein bester Feind. Bester Feind. Mein schlimmster Feind. Ehrlich jetzt.
Ist echt gut. Macht Spaß. Darf ich hier gucken? Der Schlüssel? Auch hier, sehr schön, ne? Guck mal hier. Ganz kleine Ladekante, also nicht so tief wie was Gott was. Ne? Also so. Sehr schön, sehr aufgeräumt. Boah, guck mal. Das finde ich schön, ja. Viel Stauraum, ne? Wirklich, ja. Sehr schön. Kann man wirklich alles Mögliche da transportieren. Zack, sauber. Okay, ich hatte jetzt eine richtig gute Fahrposition. Wie gesagt, ich bin 1,76. Ne? Und sehr schön. Guck mal, hier kannst du ein bisschen irgendwie so aufnehmen. Geht das? Finde ich sehr schön. Wenn ich jetzt sitze, kann ich nach vorne so ein bisschen gucken. Hauptsache, das scheint nicht auf dem Deckel. Ich habe so Haare hier. Weißt du so? Nein, sieht schön aus. Also auch die Sitze sehr stabil. Alles beledert. Finde ich sehr schön. Ja, weil viele Hersteller machen das aus Plastik. Ja, das schon. Und das ist natürlich sehr doof. Ne? Hier Alcantara. Ja, finde ich auch sehr schön. Alcantara macht immer das Auto sehr schön warm. Ja, also so optisch. Auch am Sitzen. Wirklich sehr schön. Sehr schön. Weißt du, was noch wichtig ist? Der Motorraum. Wo ist der Motor? Stimmt. Kann man ja auch machen. Wir testen nicht nur das Auto, sondern wir haben auch von Audi Zentrum Krefeld den Auftrag bekommen, das Auto zu folieren. Das ging aber leicht. Ne? Ja, also wir werden den folieren, so ein bisschen ein paar Streifen, ein bisschen bunter machen und so weiter, dass der mehr auffällt, weil die Farbe ist sehr unauffällig. Ich glaube, im Sommer, wenn die Sonne wirklich scheint, ist das eine sehr schöne Farbe, das ist so ein grün-blau. Ja? Aber jetzt bei so einem Wetter, wo die Sonne nicht scheint, und einfach nur Regen ist, wirkt das nicht so schön. Was ich machen würde, auch wenn das ein Elektroauto ist, den Grill so typisch Audi-Style und nicht so geschlossen. Den Lüfteranlass würde ich ein bisschen hier bis hierhin machen, ja, also wie der ist, sieht schön aus, nur bis hier, dann wirkt das Auto auch so, ne, so wie ich. Oder? Was sagst du? Ja. Und schwarz. Also der Grill so gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das ist nicht meins. Scheinwerfer gut, alles, ganzes Auto ist wirklich stimmig. Nur die Lufterlässe und den Grill muss man ändern. Aber dafür sind wir da. Vielleicht zaubern wir irgendwas Geiles für das Auto. Ne? Ja, machen wir so einen kleinen Carporn und dann schauen wir uns das Auto gleich in der Halle vielleicht an. Dann können wir jetzt alles abdrehen, bevor wir den folieren, wie die Ambientebeleuchtung und so weiter ist. Live free, live free, speak your peace. Stay humble in these streets, yeah. In these streets. Let's go. Guck, guck. Komm mal her. Weißt du, was ich ein bisschen anders finde? Ich glaube, die Autos werden auch moderner und so weiter. Ich meckere so ein bisschen, aber das ist, ich glaube, ich die Zukunft, ja. Zum Beispiel, Audi hat jetzt einen Knopf hier, P-Knopf an der Seite, ja. Das, ne, ich kenne das von allen anderen Modellen, dass man das ganze Ding bewegt, ne? Jetzt muss ich nur das ganze kleine Ding bewegen. Und wenn ich aussteigen will, muss ich hier einen Knopf drücken, ne? Oder so vielleicht. Man muss sich mal dran gewöhnen. Es ist was Neues, was ich bis jetzt nicht hatte. Und deswegen heißt das nicht, dass das was Schlechtes ist, ne? Neu ist nicht direkt schlecht. Guck mal, Spiegel. Das ist der bombastische Audi A7 von uns. Ich wollte nur noch abends mir angucken. Das kann man bei uns in der Halle sehr gut simulieren. Deswegen mache ich Licht aus. Hey, guck mal, Olli, wie schön die Leuchten sind. Ja? Ich finde wirklich, jedes Auto, ja, in Deutschland oder weltweit, sollte solche Rückleuchten haben. Ja? Dass man das Auto auf die volle Breite sehen kann. Ja? Finde ich auf der Autobahn, manchmal ist das so, wenn so meistens ältere Autos kommen, ja, ist das so, dass ich den manchmal gar nicht sehe, ja, weil das wirklich so zwei komische Birnchen hat, ja, und das sieht man nicht. Deswegen finde ich das sehr schön, ne? Warte kurz, ich mache mal Warnblinker rein, wo die Blinker gehen. Ja.
Auch cool, ne? Mhm. Ja, finde ich cool. Sehr schön, also Beleuchtung bei Audi ist sowieso immer sehr schön. Ah, guck mal, die Spiegelleuchten, guck mal. Die sind wirklich, guck mal, obwohl das so dunkel ist in der Halle. Was ist das? Ach Quatsch, das ist links, rechts. Geil. Was ich schade finde, dass dieses e-tron Logo, ne, auf dem Armaturenbrett nicht leuchtet. Ich hätte das so schön beleuchtet mit den ganzen vier Streifen. Ja. Ich hatte so ein bisschen. Mir hat das bei dem RS-Modell sehr, sehr gut gefallen, dass hier dieses Quattro-Logo so schön geleuchtet hat. Ja. Man ist ja stolz, dass man so ein Quattro hat. Ne. Und wenn man sich einen e-tron kauft, muss man das beleuchten, wie auf dem Boden auch. Ja, schau mal. Man muss das wirklich sehen. Ich habe ein e-tron. Ne? Ich habe ein RS. So sieht's aus. Aber so ist das schön beleuchtet. Also wir haben jetzt über Licht ausgemacht, damit wir das so ein bisschen schöner filmen. Aber im Großen und Ganzen, ja, nettes Auto. Jo, jetzt machen wir wieder Licht an, damit ihr mich ein bisschen besser sehen könnt. Das war's hier von mir aus Kamp Lintfort. Test e-tron vom Audi. Im Großen und Ganzen finde ich dieses Auto sehr, sehr, sehr cool, sehr gelungen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über Kommentare, über Likes, über Abonnenten, über alle Mögliche. Ne? Kommentiert mich, ich versuche alle Kommentare zu beantworten. Ne? Und ja, ich freue mich auf nächstes Video. Bis dann. Ciao.